So, ein neuer Versuch. Ich habe das Mikro vergessen. Na gut. Außerdem ist das Licht jetzt immer weniger geworden. Ich dachte, ich hätte hier am Fenster genug Licht, aber nun ist nicht. Okay. Ich hatte angefangen zu erzählen, dass Angst an sich ein sehr wichtiges Überlebensmerkmal ist. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie wir früher gelebt haben, in der Wildnis, in Jäger-Sammler-Gesellschaften, in den Wäldern, dann war es sehr wichtig, dass Angst uns vor einer Gefahr gewarnt hat. Dann hat der Körper alle Substanzen bereitgestellt, damit wir schnell reagieren konnten, schnell handlungsfähig waren, entweder für die Verteidigung oder den Angriff oder für die Flucht, dass wir schnellstens unsere Beine in die Hand nehmen konnten, den nächsten Baum erklimmen konnten oder was immer dann das Lebensrettende war. Wenn wir dann in die Handlung gegangen sind, hat der Körper die Substanzen, die er bereitgestellt hat, auch verbraucht, sodass sie nicht mehr den Körper anschließend belastet haben. Beim modernen Menschen ist das ein bisschen anders. Wir haben nicht wirklich oft eine Gefahr, vor der der Körper uns warnen müsste. Wenn aber wir uns unsicher fühlen, wenn wir uns bedroht fühlen, weil wir vielleicht den Arbeitsplatz nicht sicher fühlen, weil in der Außen- und Innenpolitik Dinge geschehen, wie gerade im Moment, die vielleicht sich bedrohlich anfühlen, wo wir uns einfach unsicher fühlen, dann kann schnell eine Angst auftauchen, die aber sehr diffus ist. Und dann ist es gar nicht so einfach festzustellen, ist das wirklich meine Angst oder ist das eine Angst, die ich einfach nur aus dem Feld aufnehme. Wenn wir selber noch bestimmte unerlöste Punkte haben, und das soll es ja geben, dass wir noch nicht alles gelöst haben in uns, dann neigen wir dazu, offen zu sein, sozusagen für die Schwingungen im Feld, die unseren unerlösten Themen entsprechen. Das Dumme ist dann, wenn wir in so einer Angst verbleiben oder immer wieder so eine Angst spüren, dann stellt der Körper halt genau wie in der wirklich bedrohlichen Situation Substanzen her, die es uns ermöglichen, entweder schnell uns zu verteidigen, beziehungsweise anzugreifen oder eben wegzulaufen. Und wir kommen dann aber nicht in die Handlung. Das heißt, der Körper kann die Substanzen nicht verbrauchen und sie bleiben im Körper vorhanden. Das ist gelegentlich mal nicht schlimm, nur wenn das ein Dauerzustand wird, dann wird es halt etwas, wenn nicht nur etwas, dann wird es sehr belastend für den Körper und es kostet uns sehr viel Kraft. Mir ist in den letzten Tagen mal wieder, was mir lange nicht passiert ist, passiert, dass ich morgens wach geworden bin mit so einem undefinierten Gefühl von, oh, was soll werden? Und dann kam sowas wie Zukunftsängste. Wie ist das, wenn ich alt werde, nicht genug Rente habe? Es gibt so wenig Wohnungsmöglichkeiten, die man günstig mieten kann, gerade hier am Ammersee, wo wir hingezogen sind. Und ich dachte, was ist denn bloß los? Was, du hast doch diese ganzen Themen betrachtet, bearbeitet. Warum hast du dieses komische Gefühl? Es hat ein paar Tage gedauert, bis mir wieder eingefallen ist, dass es eine ganz einfache Methode gibt. Denn wenn das nicht meine Ängste sind, sondern weil ich halt fühlig bin und ich bin sehr hellfühlig, dann neige ich dazu, Schwingungen, die im Feld vorhanden sind, aufzunehmen. Und das wird mir nicht immer bewusst. Und dann schleppe ich diese Gefühle mit mir rum, die aber gar nicht meine sind. Und Gefühle, die ich von anderen oder aus dem Feld übernehme, mit denen kann ich nichts anfangen. Meine eigenen Gefühle kann ich fühlen und kann damit arbeiten, kann sie auflösen. Die Gefühle von anderen kann ich nicht auflösen, die hängen einfach nur bei mir rum. Und dann gibt es, wie gesagt, eine wunderbare Möglichkeit, wenn mir das bewusst wird. Ich habe an dem einen Morgen dann irgendwann gedacht, Mensch, du weißt doch, wie es geht. Ich entscheide, ich steige jetzt aus dem Feld der Angst aus. Und in der Sekunde war dieses unangenehme Gefühl weg. Ich war wieder ich mit meinen Gefühlen, bisschen müde noch, aber bereit für den Tag. Und dachte, mein Gott, das ist im Grunde so einfach, wenn ich dir nur daran denke. Das Ganze kann uns auch passieren, wenn wir Ängste von anderen Personen im Umfeld wahrnehmen. Viele Menschen haben ja gelernt, ihre Gefühle zu unterdrücken, aber sie hängen noch sozusagen im Energiefeld dieser Person. Und dann kann es bei fühligen Personen sehr schnell passieren, dass wir die Ängste oder die, weiß ich nicht, Anspannungen oder den Ärger anderer wahrnehmen und dann sozusagen übernehmen. Aber auch damit können wir nichts anfangen. Wir können dann nur bewusst darüber werden, dass das nicht unsere Gefühle sind. Und wenn uns jemand nahesteht und wir gut kommunizieren können, könnten wir vielleicht vorsichtig fragen, du, ich habe da gerade so ein intensives Gefühl, könnte es sein, dass du was nicht fühlst, denn ich habe das Gefühl, das hängt bei mir. Wenn ich das mit meinem Mann zum Beispiel mache, das passiert nur noch ganz, ganz selten, in der Sekunde, wo ich frage, ist
das Gefühl nicht mehr bei mir, es hängt nicht mehr bei mir und ich bin wieder befreit. Und dann gibt es noch was Neues, was ich gefunden habe vor ein paar Tagen. Ich habe dann eben entschieden, ich steige jetzt aus dem Feld der Angst aus mit sofortiger Wirkung. Und dann ist mir noch eingefallen, ich könnte ja obendrein, ich könnte nicht nur aus dem Feld der Angst aussteigen, ich könnte auch ganz bewusst entscheiden, in das Feld der göttlichen Ordnung einzusteigen. Ich habe dann gesagt, und ich begebe mich in das Feld der göttlichen Ordnung und der göttlichen Liebe. Die Folge war, sieht er jetzt auch schon, dass ich sofort ein breites Grinsen im Gesicht hatte und mich sofort sauwohl gefühlt habe. Und mein Verstand mich nicht mehr gepiesackt hat mit irgendwelchen Problemen, die ich noch nicht lösen konnte, mir dann Fragen gestellt hat oder mir schwierige Szenarien vorgedacht hat. Es war vorbei. Ich lag im Bett, hatte dieses Gefühl von Angst los, was ich nur aus dem Feld übernommen hatte. Und ich hatte eben entschieden, ich steige ein, ich begebe mich in das Feld der göttlichen Ordnung und der göttlichen Liebe und zack, ging es mir gut. Ja, das war das, was ich euch mitteilen wollte. Probiert es einfach mal aus, ob das für euch auch so funktioniert. Oft reicht einfach die Entscheidung zu etwas aus, um etwas energetisch zu verändern. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir ja vielleicht Kommentare drunter schreiben, damit ich mal sehen kann, wie das sich für andere gestaltet. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.